Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, es ist schon verblüffend, wie Politik manchmal funktioniert. In Deutschland wachsen soziale Ungleichheit. Ich weiß gar nicht, was Sie daran so lustig finden. In Deutschland wachsen soziale Ungleichheit und Verunsicherung und mit ihnen die Wahlergebnisse der AfD. In Europa ist die deutsche Regierung so isoliert wie lange nicht mehr. Und als bevorzugten Partner hat sich die Kanzlerin ausgerechnet einen türkischen Diktator ausgesucht, der Journalisten und Oppositionelle ins Gefängnis werfen lässt und die Todesstrafe großartig findet. Trotz allem scheint sich die CDU/CSU, das zeigt ja auch ihre wunderbare Stimmung heute, auf ein Weiter-so mit dieser Kanzlerin, mit dieser Frau Merkel, allen Ernstes zu freuen. Ich kann nur sagen, die Menschen in diesem Land können sich darauf nicht freuen. Und ich sage Ihnen deswegen auch, dazu wird es nicht kommen. Und wenn ich sehe, wie Sie sich da verhalten, da fällt einem wirklich nur noch der Satz von Albert Einstein ein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Am Ende ändert sich dann doch meistens etwas, aber vielleicht anders als erhofft. In den USA hat die Führung der Demokraten den Hoffnungsträger Bernie Sanders verhindert, um dann mit einer Kandidatin des Establishments, die im Grunde all das verkörperte, was die Menschen an der Demokratie verzweifeln lässt, um mit einer solchen Kandidatin Donald Trump den Weg ins Weiße Haus zu ebnen. Das sollte nicht nur der SPD zu denken geben, sondern natürlich auch der CDU, die immerhin auch schon mal Kanzler hatte, die den Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Oligarchie, einer Reichtumsherrschaft, noch ganz gut kannten. Wohlstand für alle, Frau Merkel. Wäre nett, wenn Sie mir zuhören könnten. Wohlstand für alle, Frau Merkel. Damit war anderes gemeint als die marktkonforme Verwaltung eines globalisierten Raubtierkapitalismus, der die Mittelschicht zerstört und diese Gesellschaft immer tiefer sozial spaltet. In der alten CDU übrigens, in der alten CDU wäre eine Situation, in der man sogar gemeinsam mit der SPD noch nicht mal mehr die Hälfte der Wählerinnen und Wähler erreicht, auch noch komplett unvorstellbar gewesen. Aber damals wusste natürlich auch die SPD noch, dass Arbeiterparteien nicht dafür gegründet worden waren, ihre Minister an zahlungskräftige Wirtschaftslobbyisten zu vermieten und denen dann die Wünsche von den Augen abzulesen, mögen sie nun Senkung der Lohnkosten oder CETA heißen. Und sie machen weiter, als wäre nichts passiert. Als untrügliches Signal des Großkoalitionären Weiter-so schlagen Sie uns jetzt also gemeinsam Frank-Walter Steinmeier für das Amt des nächsten Bundespräsidenten vor. Und hätten wir mit der Kandidatur des profilierten Agenda-Kritikers Christoph Buddewicke nicht noch ein bisschen Frischluft in Ihren muffigen Konsens gebracht, dann hätten Sie die Bundesversammlung auch gleich ganz absagen können. Es sind doch genau solche Wahlen, bei denen es nichts mehr zu entscheiden gibt, die die Menschen an der Demokratie verzweifeln lassen und die auch demokratische Entscheidungen zu einer Farce machen. Als die Briten im Juni für den Ausstieg aus der EU votierten, da waren sie alle geschockt, um dann mit doppelter Energie das Konzernschutzabkommen CETA in der EU durchzuboxen. Klasse gemacht, beim nächsten Exit-Referendum haben die Befürworter ein Argument mehr auf ihrer Seite. Als vor zwei Wochen die US-Bürger für Trump statt für ihre gemeinsame Favoritin Clinton stimmten, da waren sie wieder alle geschockt. Aber ihre einzige Schlussfolgerung scheint zu sein, jetzt einen europäischen Hochrüstungswettlauf zu starten. Ja, glauben Sie wirklich? Das ist es, worauf die Millionen Abstiegsgefährdeten in Europa und die verlorene Generation in den Krisenländern gewartet haben? Offenbar hat ja selbst noch ein Donald Trump wirtschaftspolitisch mehr drauf als Sie. Denn immerhin hat der Mann begriffen, dass staatliche Industriepolitik besser ist als billige Dienstleistungsjobs und dass gegen Krise und marode Infrastruktur nicht Kürzungspolitik hilft, sondern ein groß angelegtes öffentliches Investitionsprogramm. Und weil schon die Ankündigung dieses Programms zu höheren Zinsen in den USA geführt hat, wird Europa unter Ihrer Führung wohl lieber mit seinem Geld neue Brücken und moderne Netze in den USA finanzieren, statt den Niedergang der europäischen Infrastruktur endlich zu stoppen
und Industriearbeitsplätze auch in Frankreich und Italien zu verteidigen und zu retten. Aber merken Sie denn gar nicht, dass es genau diese fatale Politik ist, die Europa spaltet und immer mehr kaputt gehen lässt? Sollte im nächsten Jahr tatsächlich Marine Le Pen französische Präsidentin werden, dann werden Sie wieder alle geschockt sein. Und wahrscheinlich beklagen Sie dann wieder die Verführungsmacht geschickter Populisten und das Zeitalter des Postfaktischen. Also ich muss Ihnen sagen, wenn etwas postfaktisch ist, dann sind das nicht die Emotionen der Menschen, die sich von ihrer Politik im Stich gelassen fühlen, sondern sind das die Lügenmärchen, die sie ihnen erzählen, um zu begründen, dass diese Politik angeblich alternativlos ist. Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Die US-Bürger, die haben doch gar nicht in erster Linie den Milliardär Donald Trump gewählt. Sie haben das weiter so abgewählt, und dafür hatten Sie in einem Land, wo die mittleren Löhne heute unter dem Niveau der 80er Jahre liegen, natürlich allen Grund. Und auch in Deutschland haben immer mehr Menschen gute Gründe, enttäuscht und wütend zu sein über eine großkoalitionäre Einheitspolitik, die sich für ihre elementaren Lebensinteressen, für ihre Zukunftsängste überhaupt nicht mehr interessiert, sondern gleichgültig und emotionslos immer wieder Entscheidungen fällt, die die Reichen noch reicher, die Konzerne noch unverschämter und das Leben der arbeitenden Mitte und der Ärmeren noch unsicherer und prekärer machen. Ich finde, eine solche Politik ist unglaublich und ist wirklich verantwortungslos. Gucken Sie sich doch an, wie sich dieses Land in den letzten 20 Jahren verändert hat. Trotz boomender Exportwirtschaft, trotz Wirtschaftswachstum lebt heute in Deutschland jeder sechste Rentner in Armut und muss sich um seine Lebensleistung betrogen fühlen. Immer mehr Kinder beginnen ihr Leben mit der Grunderfahrung, dass sie von der schönen, bunten Welt ausgeschlossen sind und dass ihnen das Leben viel weniger bieten wird als anderen. Millionen Arbeitnehmer werden in Leiharbeit, Werkverträgen und Dauerbefristungen zu Beschäftigten zweiter Klasse degradiert. Und diejenigen, deren Löhne kein Tarifvertrag mehr regelt, und das ist inzwischen jeder Zweite, diejenigen verdienen inzwischen 18% weniger als im Jahr 2000. Und diesen Menschen erzählen Sie, Deutschland geht es gut, und die sollen sich freuen über ihre erfolgreiche Politik. Das ist doch der blanke Hohn, was Sie da machen. Sie erzählen ihnen, die Agenda 2010 hätte ein Jobwunder ausgelöst. Ja, wir hatten mal in Deutschland 5 Millionen Arbeitslose. Heute bekommen nur noch 800.000 Menschen Arbeitslosengeld II. Aber dafür gibt es 4,3 Millionen erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger, die alle arbeiten möchten, teilweise sogar Arbeit haben, teilweise sogar Vollzeitarbeit haben und trotzdem von staatlichen Lohnersatzleistungen abhängig bleiben. Und das macht in der Summe immer noch 5,1 Millionen Menschen. Was ist denn das für ein Fortschritt? Die CDU einschließlich der Kanzlerin sollte aufhören, die Agenda 2010 als Erfolgsmodell zu preisen und sollte endlich wieder ein humanes Arbeitsrecht in Deutschland durchsetzen, wenn sie einen deutschen Donald Trump verhindern will. Diesen weisen Satz hat Ihnen letzte Woche Ihr ehemaliger Generalsekretär Heiner Geißler zugerufen. Und wenn die Mahnung schon bei der CDU/CSU auf taube Ohren stößt, zumindest Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, müssen Sie nicht in Ihren Stühlen versinken, wenn Sie merken, dass ein ehemaliger CDU-Generalsekretär, der sich treu geblieben ist, inzwischen weit links von Ihnen steht? Gleichen Lohn für gleiche Arbeit hat die SPD bei der letzten Wahl versprochen. Und was haben Sie gemacht? Ein Gesetz, dass es Daimler, BMW und Co. in Zukunft sogar erleichtert, reguläre Jobs dauerhaft durch Leiharbeit zu ersetzen oder an Werkvertragsunternehmen auszulagern. Das ist doch schäbig. Da glaubt Ihnen doch niemand mehr irgendwas, wenn Sie solche Politik machen. Und selbst diejenigen in Deutschland, die sich all das noch leisten können, was für andere bereits zum unerschwinglichen Luxus geworden ist,
eine gute Ausbildung der Kinder, private Vorsorge fürs Alter, Urlaubsreisen, Wohneigentum. Wie viele von Ihnen leben in der ständigen Angst, nach der nächsten Betriebsverlagerung auch zu den Verlierern zu gehören? Oder eiskalt aussortiert zu werden, wenn sie krank werden? Oder wenn sie nicht mehr ständig Höchstleistungen bringen können? Der American Dream, der ist doch längst auch bei uns ausgeträumt. Wer außerhalb der Oberschicht glaubt denn heute noch, dass es den Kindern mal besser gehen wird als ihren Eltern? Die meisten erleben das Gegenteil. Und das ist nicht Ergebnis einer Naturgewalt namens Globalisierung, sondern Ergebnis politischer Entscheidungen. Und auch Ihre Legende, rabiate Rentenkürzungen seien notwendig, um die junge Generation vor zu hohen Belastungen zu bewahren, die passt doch wirklich bestens ins Zeitalter des Postfaktischen. Rechnen wir doch mal durch. Der aktuelle Beitragssatz zur gesetzlichen Rente liegt bei 18,7%, hälftig bezahlt von Unternehmen und Beschäftigten. Zusätzlich sollen die Beschäftigten dann noch 4% ihres Einkommens in einen jener sinnlosen Riester-Verträge versenken, von denen inzwischen jeder weiß, dass sie nur Banken und Versicherungen reich machen. Aber wer glaubte, die Maschmeyer-Kumpel Schröder und Riester, das sei schon der Tiefpunkt gewesen, also dem beweist Frau Nahles, dass es wirklich noch schlimmer geht. Ich rede von ihren Plänen für eine sogenannte Betriebsrente, die genau wie Riester natürlich auch allein von den Beschäftigten bezahlt werden soll und die sich von den unsäglichen Riester-Produkten eigentlich nur in einem einzigen Punkt unterscheidet. Bei Riester mussten die Anbieter zumindest noch den Erhalt der eingezahlten Beiträge garantieren. Die Betriebsrente subventioniert der Staat auch dann, wenn das volle Verlustrisiko auf den künftigen Rentner abgewälzt wird. Und wenn wir zusammenzählen, dann laufen die Rentenpläne der Großen Koalition darauf hinaus, dass Arbeitnehmer in Zukunft bis zu 20% ihres Einkommens für die Altersvorsorge aufwenden sollen, um damit Rentenansprüche zu erwerben, die sich anders als die Umlagerente bei der nächsten großen Finanzkrise in heiße Luft auflösen können. Und das dann noch als Entlastung der jungen Generation zu verkaufen, also darauf muss man wirklich erst mal kommen. Und dabei brauchen Sie nur über die Bayerischen Alpen hinauszugucken, um zu sehen, wie es vielleicht besser geht und wie man Rentenreform vernünftig machen kann. Nachdem in Österreich Rentenkürzungen à la Riester am Widerstand der Gewerkschaften gescheitert sind, hat man eben die gesetzliche Rente zukunftsfest gemacht. Das heißt, es gibt heute einen einheitlichen Topf, wo alle einzahlen, auch Selbstständige und Beamte. Der Beitragssatz liegt bei 22,8%. Allerdings zahlen die Unternehmen mehr als die Beschäftigten. Und dieses System finanziert für langjährig Versicherte Renten von 1.800 Euro im Monat. Die Mindestrente beträgt 1.030 Euro. Und Sie muten Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, Armutsrenten von 1.000 Euro und weniger zu. Das sind 800 Euro weniger als in Österreich. Das ist doch unglaublich. Stoppen Sie endlich diese verantwortungslose Rentenpolitik, die millionenfache Altersarmut produziert. Und bei der Krankenversicherung genau das Gleiche. Seit Ende der hälftigen Finanzierung steigt der Zusatzbeitrag der Arbeitnehmer. Und er steigt auch deshalb, weil der Pauschalbeitrag, den der Bund an die Kassen für Hartz-IV-Bezieher überweist, die realen Kosten nicht deckt. Das heißt, je mehr Hartz-IV-Empfänger, und Sie wissen, dass die meisten Flüchtlinge ab nächstes Jahr Hartz-IV bekommen werden, desto teurer wird es für den Postzusteller und die Aldi-Kassiererin, während der privat versicherte Chef von Ihnen und natürlich auch die Konzerne, bei denen Sie arbeiten, von solchen gesellschaftlichen Aufgaben komplett verschont werden. Das ist doch ein Skandal. Wenn man sich diese Politik anguckt, da muss man fast schon den Verdacht haben, Sie haben einen geheimen Werbevertrag mit der AfD abgeschlossen. Das ist doch unglaublich, was Sie machen.